Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Last of Us Part 2. Heute geht es weiter hier aktuell in dieser Bücherei, wo wir so ein paar nicht so tolle, sagen wir mal, Geschichten erfahren haben, beziehungsweise Ereignisse aus der Vergangenheit, eines zum Beispiel das. Und ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal, weil ich musste jetzt hier ganz kurz nachspielen, ob ich das letztes Mal gefunden hatte, aber genau hier lag so einer von diesen Explosivpfeilen. Genau hier, wo das Blut ist. Ich glaube, den habe ich letztes Mal übersehen. Ich habe den jetzt hier einfach mal eingesammelt. Und ja, damit würde ich sagen, geht es jetzt hier weiter. Ich schätze mal, hier wird so ein kleiner Nebenraum sein. Vielleicht hier mit... Ja, oh, ja. Pillen nehme ich immer gerne. Im Real Life und im Spiel. Nee, im Real Life nicht wirklich. Ist hier noch was? Nee. Gut, sonst ist hier nix. Na dann, apropos Pillen... Oh ja, wir könnten theoretisch das hier machen oder einen Explosivpfeil, aber nee. Was können wir hier? Verbesserte Sprengfallen. Das ist vielleicht gar nicht so blöd, weil hier Shambler. Weil das haben wir fertig. Das haben wir auch fertig. Verbesserte Medikits oder mehr Rauchbomben brauche ich meiner Ansicht nach nicht. Das hier ist einzig und allein was, aber... Wie gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, Feinde auszuschalten, ist es gar nicht so wichtig, dass wenn wir mal wirklich im Arsch sind, können wir ruhig im Arsch sein, weil das passiert dann ja nicht so häufig. Hier, allein für die Shambler mache ich mal geilere Sprengfallen. Oh, nice. Ah, Schalldämpfer ist aktuell eher das Problem als die Munition für die Pistole. Und wir sind wieder an der Luft. Sind wir nicht von dort gekommen? Ah, hier geht's nicht lang. Hier runter. Wir können außenrum zum Riesenrad gehen. Außenrum? Ich weiß nicht, was du meinst. Naja, wir gehen dreimal rechts um den Block herum, statt einmal nach links. Okay. Dann gehen wir das Gebiet. Abgemacht. Okay, ich verstehe, glaube ich, was er meint. Ich war gerade selber kurz verwirrt. Wie sind wir eigentlich? Ach, wir sind ja genau hier über den Truck und dann da bei der Flagge rein ins Gebäude. Ich dachte gerade schon, wie sind wir denn dort überhaupt reingekommen in die Bücherei, aber ja. Oder Bibliothek ist, stimmt wahrscheinlich eher als Bücherei. Wobei, keine Ahnung. Oh shit. Du kriegst deine Chance. Wir alle. Okay, wir haben einen Ziegelstein, das ist schon mal gut. Okay, der ist ein bisschen weiter weg. Was? Also, nee, tut mir leid. Das machen wir hier nochmal. What the fuck? Warum? Warum zur Hölle? Warum zur Hölle hat... Warum zur Hölle hat der Pfeil die nicht getötet? Der Rückweg mit dem Boot wird bestimmt nicht einfach.
deine Chance. Wir alle. Warum hat der Pfeil die bitte nicht getötet? What the fuck? Ist es, weil ich nicht ganz durchgezogen habe? Das kann sein, weil dann wird es auch Sinn machen, warum die Geschwindigkeit fürs Ziehen so wichtig ist. Alter Schwede. Okay. Ja gut, das kann ich nicht wissen, dass es, wenn man nicht ganz durchzieht, das nicht tödlich ist. Weil ich erinnere mich, in The Last of Us 1 habe ich teilweise nur so ganz leicht angesippt und trotzdem waren Infizierte quasi instant tot. Okay, genau das wollte ich eigentlich. Was auch immer das gerade einfach war, das war irgendwie scheiße. Den Pfeil bekommen wir nicht zurück. Schade. So, dann jetzt lassen wir mal hier weitergehen. Jetzt können wir eigentlich auch hier Munition anfertigen. Ich mach das sicherheitshalber mal hier, nicht, dass ich irrtümlich die falsche Art von Pfeil crafte. So, da. Jetzt bräuchten wir wirklich langsam wieder Bindung. Oh shit, da ist auch ein Hund. Aber bei den Hunden wissen wir ja, Härchen mit dem Pfeil ausschalten und dann die andere mit, also genau, das Härchen mit dem Pfeil und dann den Hund. Oh shit. Wir wissen ja, den Typen, das wissen wir ja seit dem Krankenhaus, den Typen da oben ausschalten ist tendenziell nicht die allerbeste Idee. Aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen weiter nach vorne. So, die gehen jetzt da lang. Und dann darüber. Was ist mit dem anderen Typen eigentlich? Kommen wir hier rüber? Jo. Ja, wie wär's, wenn du jetzt hier auch mal... Alter. Okay, aber ich glaube, hier reingehen ist schon eine gute Idee. Einzig und allein mit dem Hund gefällt mir das jetzt gerade nicht so. Wenn der Hund mich jetzt wittert, bin ich am Sack.
Und zwar wirklich am Sack. So, jetzt muss hier die Type kommen. Genau, da kommt sie. Alter, da ist noch einer. Und das ist definitiv nicht der Schütze von da draußen. Und den müssen wir als letztes ausschalten. Zumindest nehme ich das stark an. Nachdem was vor zwei Parts... Alter. Bitte. Außer eine Woche Schlaf. Oh, Scheiße. Alter! Hey, Yuji! Alter, mir geht diese KI so am Sack. Charlotte ist tot. Hier ist jemand. Aufschwärmen im Laufschritt. Eindringlinge! Lösch sie aus! Blockier ihren Weg! Erledigt! Schnapp sie dir, Mädchen! Alter! Okay, fuck it. Fuck that, wir starten die Begegnung. Ah, Moment, die ganze Begegnung auf. Da, pass sie auf! Ja, scheiße, das ist jetzt wieder ab hier. Alter! Okay. Ja, ich hätte den Kontrollpunkt neu laden sollen, aber... Am Arsch. Vielleicht kriegen wir es jetzt auch hin, dass die eine nicht entdeckt wird. Alter, das regt mich echt so ein bisschen auf, dass man diese Hunde nicht einigermaßen reliable... Kann man... Eine Frage. Kann man hier in dem Spiel eigentlich... Steuerung... Oh, Schulterwechsel merken, Einwirbung, saugut. Anvisieren, Stärke. Ziel anvisieren. Ach ja, nee, das ist nicht so intelligent. Nee, ich würde ehrlich gesagt das... Also, das macht nämlich den Spielspaß kaputt, aber... Das, wenn diese Hunde sich so einen Zentimeter bewegen, ist das halt schon echt ärgerlich. Wie gerade, weil mit den Menschen und so geht das im Normalfall super gut, aber diese Kackhunde, wenn die dann auch noch vom Gras verdeckt sind, ist das echt ärgerlich. Okay, zwei Schüsse mehr verbraucht, als ich dachte. Aber him. Oh, aber die hat die zwei Schüsse gedroppt, die ich irrtümlich verbraucht habe. Immerhin. War kein Kopfschuss, aber Kopfschüsse sind mir ein bisschen zu riskant mit dem Bogen, auch wenn man nachher die Pfeile reclaimen könnte. Jetzt haben wir halt das Problem, wir haben nur noch diesen Schalldämpfer, oder? Ne, Schalldämpfer könnten wir sogar noch einen anfertigen. Na, okay. Ach, damit, ich will immer hier rüber. Aber hier Munition, für, ja, Pfeile.
Du. Okay, die sterben alle und wir überleben. Ja. Außer eine Woche schlafen. Also. Mein Freund wollte mir Salsa-Tanzen beibringen. Das wird gerade ziemlich verlockend. Und du? Jahre her. Okay. Darauf, dass wir den Scheiß überleben. Ach, falsch. Hier. Okay, das macht das Ganze jetzt gerade natürlich nicht so viel einfacher. Dass da noch mehr Wichser jetzt rum. Und, oh, Moment. Der Hund könnte jetzt meine Fährte aufspüren. Deswegen werde ich sicherheitshalber mal hier in Deckung kriechen. Okay, also ich hoffe mal, der Hund ist jetzt kein Problem mehr. Das mit der Fährte, der eine Typ, das ist halt echt. Dass man den halt genau dann triggert, wenn man auch dorthin läuft, wo der Hund mit der geguckt. Da ist nichts. Komm, Mädchen. Okay, ich glaube, die gehen aber jetzt wieder als Gespann vonstatten, oder? Also ich glaube, jetzt ist alles wieder mehr oder weniger auf normalem Wege. Ich werde noch mal kurz warten, bis sich alles wieder normalisiert hat. Jo. Ah, der Schütze da ist gerade nicht so in optimaler Position, um hier über den Zaun zu hüpfen. Ja, und geh noch weiter her, ja genau. Tja. Super. Alter, das Jesse halt. Alter, das ist die perfekte Ecke für mich. Und Jesse muss diese Ecke natürlich für sich beanspruchen. Okay, das ist jetzt echt scheiße. Dass die beide jetzt gleichzeitig da sind. Wisst ihr, was wir uns jetzt aber holen? Den hier. Und jetzt warten wir nochmal, bis der Typ wieder deutlich vor oder deutlich nach dem Hund hier ankommt. Ich glaube, der Hund hat eine kürzere Patrouille. Was heißt, jetzt sollte der Hund ankommen und dann erst der Typ. Wenn mich nicht alles täuscht, oder hat doch der Typ eine kürzere Patrouille? Also nicht der Typ, der da oben steht, sondern...
Also wieder beide gleichzeitig hier. Oh nein, weh, der Hund nimmt jetzt meine Fährte auf. Sie hat was. War das weit genug weg? Alter, okay, ich glaube... Ich glaube, linksrum ist keine gute Idee. Ich glaube, wir werden jetzt unser Glück erstmal hier lang probieren. Weil dort links... klappt offenbar nicht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Fehler von mir. Ich versuche nicht verschiedene Strategien, sondern versuche an einer festzuklammern und die irgendwie passend zu machen. Hier zum Beispiel. Oh ja, das gerade ist ein super Punkt, den Typen aus, oder? Okay, das ist jetzt hier nicht so gut. Ich glaube, der sieht mich nämlich. Oh. Das hier ist, glaube ich, ganz gut. Dass es hier hoch geht. Vielleicht können wir doch den Sniper ausschalten. Ah ja. Hier ist ein guter Punkt. Hier könnte man vielleicht wirklich alle ausschalten. Nice. Hier könnte man es vielleicht echt schaffen. Bitte, 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 bitte. Okay, mit ein bisschen Glück kriegen wir das hin. Die schalten wir aus. Sobald die da so beim Wasser ist. Ja, okay. Jetzt warten wir kurz, bis der Hund dort weg ist und gehen dann über den Eingang darüber.
Die Frage ist, ja genau. Jetzt kommt nämlich der Typ da in die Richtung. Das heißt, wir müssen hier nochmal ganz kurz auschillen, weil der Typ schaut jetzt gleich beim Fenster raus. Oder bei dieser... Genau. Genau der. Und jetzt, sobald der drin ist... Jetzt. Sehr gut. Der einzige, der uns jetzt noch gefährlich werden kann, wirklich, ist der Typ mit Hund. Und wir wissen ja, Typ ausschalten, dann Hund abknallen. Und ich glaube... Wir sind dafür gerade in einer wirklich guten Position. Oh fuck, wir haben keinen Schalldämpfer mehr. Schalldämpfer, komm. Danke. Ich glaube, das war der letzte. Ja. Alter Schwede! Jetzt ist man sicher fast zurück nach Jackson. Geht mir auch so. Holy fuck, und nein, ich habe die Notiz in dem Raum über dem Sniper gesehen, aber leck mich am Arsch, war das jetzt hier eine Geburt. Das hat fast die ganze Folge gedauert. Oder zumindest einen Großteil davon. Und diese Puppen hier sind sau creepy, wie die da so sitzen. So, als ob sie mich erwarten würden. Ist ja richtig ekelhaft. Aber finde ich nice, dass wir es jetzt doch im Endeffekt geschafft haben, das alles durchzustealthen. Wir haben zweimal abgefuckt. Das eine Mal war so halb ich schuld. Das andere Mal sehe ich absolut keine Schuld bei mir. Das war meiner Ansicht nach... Ja, wenn, dann habe ich es noch nicht gewusst. Aber das war jetzt nicht so, ja, ich habe einfach verschissen, sondern ich habe halt einfach mich gedacht, dass es wie in The Last of Us 1 wäre und nicht, dass man hier jetzt tatsächlich voll durchziehen muss. So, wo war die? Genau hier, ja, ja. Jules. Hey, Jules. Bist du noch da draußen? Ich würde ja sagen, wenn du dich beeilst, können wir uns am nächsten Sammelpunkt treffen. Aber diese Überflutung hat uns wirklich ausgebremst. Zachary meint, dass diese Menge an Wasser ungewöhnlich ist. Ich glaube, es gibt jetzt auch mehr WLF-Patrouillen, denn ich liege viel zu viele Stunden bäuchlings im Matsch und warte darauf, dass die Leute, die sich unsere Freunde nannten, vorbeiziehen. Isaac und die Wolves machen wirklich alles noch schlimmer. Für sie geht es nur um ihr Ego und Ehre. Sie müssen aufhören, um Land zu kämpfen, auf das sie kein Recht haben. Wir haben etwas anderes gehört, aber es war die WLF, die den Waffenstillstand gebrochen hat. Sie haben uns angelogen, Jules. Ich weiß nicht, was soll ich tun? Ich bin so weit gekommen. Ich werde darum beten, dass sie meinen Weg erhält. Und dass sie das auch für dich tut, Jules. Finde uns. Komm schnell. Gray.
Oh, dieses Weg erhält. Das sind doch die Scars, oder? Jetzt versuchen die hoffentlich nicht auch noch die Scars menschlich zu machen, weil dieses Pfeifen in der Dunkelheit verfolgt mich fast. Fast. Nicht ganz, aber fast immer noch in meinen Träumen, weil das war so mit das Creepigste, was ich in The Last of Us bis jetzt erlebt habe. So, hier haben wir uns, glaube ich, umgeschaut, oder? Hier unten. Das Gute ist, das macht nichts vom Ding kaputt. Von der Haltbarkeit. Hier habe ich nur gedacht, dass ich eventuell was übersehen habe. Aber hier gab es ja auch keinen Zwischenraum oder was, oder? Hier gab es einfach nur straight nach oben. Und dann in den Raum rein. Ja, genau. Nee. Ich dachte nämlich, hier wäre vielleicht so... Hier wäre so ein geiler Raum für einen Tresor gefühlt. Vielleicht ist hier eh irgendwo einer und ich habe ihn übersehen, aber... Ja, und vor allen Dingen, wo es jetzt weitergeht, das finde ich jetzt echt so ein bisschen... fragwürdig. Muss ja eigentlich hier beim Wasser irgendwo weitergehen. Oh ja, hier wahrscheinlich, oder? Da kommen wir nicht hoch, oder? Nee. Ah, wahrscheinlich gibt es hier einen Weg durch, oder? Bei den Puppen. Hä? Nee. Hä? Moment. Hier hinten? Nee. What the fuck? Wo geht's denn weiter? Im Normalfall finde ich den Weg weiter ja oft so schnell, beziehungsweise schaue mich dann noch so lang um, dass das Spiel mir Tipps gibt, die ich gar nicht brauche. Aber jetzt würde ich einen Tipp brauchen und jetzt gibt mir das Spiel keinen Tipp. Aber da hoch kommen wir doch never, weil es schaut so ein bisschen aus, als könnte man da drin dann weiter. Aber man kommt dann... Oh, Moment. Nee, da kommt man auch nur hier rein. Fuck. Da oben bei dem Sniper-Ausguck bei der Plattform gab es nichts. Okay, ich habe eine Idee. Keine Ahnung, ob die sinnvoll ist. Aber wir versuchen mal hier zu tauchen. Oh ja, Tatsache. Okay. Vielleicht bin ich ein Genie. Vielleicht war ich gerade auch nur dumm. Keine Ahnung, aber... Ich habe es dann doch irgendwie rausgefunden. Das finde ich schon genug. Nix. Da drüben schaut es auch nicht nach viel aus. Hey. Sollen wir zur Brücke gehen, um uns umzusehen? Ja, gute Idee. Zur Brücke? Ach, zu der... Ah, ja, okay. Die wir von da drüben schon gesehen haben, wo ich gedacht habe, okay, es geht da durch das Gebäude in die Brücke. Stimmt ja auch, offenbar. Hier geht's jetzt rein. Aber doch auf ein bisschen einem anderen Weg. Hier ist nichts. Gut. Und das hier, ich will nichts sagen, aber das schaut schon wieder so irgendwie nach Stalkern aus. Mit den Puppen und so. Ich mag so Puppen nicht. Die waren auch in Layers of Fear und Layers of Fear 2 so irgendwie mit das Gruseligste. Außer natürlich dem 4 in Layers of Fear 2, ja. Wo ich bis heute finde, dass wenn das englische Wort 4 mit dem deutschen Wort, also einer anderen, also einer Zahl dahinter ist, hört sich das immer so lustig an. Moment. Da ist die Brücke.
Es ist die Frage, geht's dort weiter? Hat Abby das Aquarium gewählt, weil man so verdammt schwer dort hinkommt? Vielleicht. Oh! Ich dachte gerade, okay, was ist denn jetzt da? Da ist keine Notiz. Warum kann man hier mit interagieren? 40. Das reicht auch für nix. Was ist denn das nächste? 50 wahrscheinlich, oder? Das haben wir schon. 50, 50. Hiervon wäre noch Spanngeschwindigkeit ja jetzt interessant. Sind auch 50. Gefühlt finden wir in letzter Zeit aber auch so wenige von den Parts. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Spanngeschwindigkeit, damit uns das von vorhin nicht passiert. Nochmal. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt werde ich das auch testen. Ob die Spanngeschwindigkeit sogar gefühlt schneller ist. Sneaken, Bogen. Oh ja. Oh ja, das ist sehr viel schneller. Also das habe ich wirklich gefühlt, wie viel schneller das im Vergleich zu vorher war. Wo man wirklich gezielt hat und gewartet. Also man hat gezielt und gewartet und jetzt erst wäre es bereit gewesen. Also doch ein merkbarer Unterschied. Oh. Ja, okay. Das ergibt Sinn, dass da Reinigungsflüssigkeit ist bei so einem Wägelchen. Jetzt ist nur die Frage, geht's hier weiter? Hm. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, dass ich speichere, um zu schauen, dass ich nicht irgendwas verpasse. So. Weil ich kann mir vorstellen, dass beides zum selben Punkt führt. Oh, das schaut aber ehrlich gesagt nach draußen aus. Dann glaube ich schon, dass das hier optional ist. Oh nee, das führt auch nach draußen. Wow. Geil. Ich dachte, das sind jetzt hier unterschiedliche Orte, an die man auf zwei verschiedene... Also jeder Ort ist ein Weg... jeder Weg ist ein Ort, zu dem man kommt. So rum. Ah, es ist leider enttäuschend. Oh, nee. Wobei? Haben wir alles? Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie hier... Diese eine Szene in Jurassic Park 2, wo auch so Puppen in Gläsern sind und auf einmal ist eine Puppe ein Dinosaurier. So eine der Puppen ist auf einmal ein Klicker und der fällt mich an. Genauso fühlt sich das gerade an, als würde das jede Sekunde passieren. Scheiße. Zur Hölle kommen wir darüber. Vielleicht über die Straße. Aber das ist ein verdammt weiter Weg. Oder damit. Ja. Schon besser. Na los. Hier lang. Jetzt klauen wir denen ein Boot. Alter, das ist ja echt nice. Wenn wir jetzt den wirklich ihr Boot, ihr Dingy vor der Nase wegschnappen. Versuchen wir es hier. Wie gehen wir vor? Wir mucksen die Typen ab und stehlen ihr Boot? Wir holen uns auf jeden Fall ihr Boot. Ob es zum Kampf kommt, liegt an ihm. Hoffentlich sind es nicht zu viele. Hm.
Oh, da kommen wir rein. Alter, hier ist es aber auch dunkel. Wenn jetzt hier... Also hier in so einem dunklen Kabuff, in so einem dunklen Raum, keine Infizierten, sondern menschliche Gegner, fände ich richtig beschissen. Weil ich ja never ever vernünftig hier dingsen könnte. Vernünftig hier was sehen könnte. Ah, danke. Oh ja, hier lang, oder? Oder kann man... Ne, hier kommt man nicht durch die Eisengitter. Na gut. Was, Moment, verstanden da? Da stand doch gerade was. Seapaw. Directory? Accessoires, Jewelry, Fashion. Oh, das war hier so eine Art... Ja... Kleid, also so eine Art Boutique, so... Hier, wo man so alles bekommt, ne, nicht so ein Shopping-Center, sondern mehr sowas wie Ikea, nur halt statt für Möbel, für Kleidung und Essen, glaube ich. Ah, ich habe ein ungutes Gefühl, wenn wir hier runterdroppen. Hier ist alles zerstört. Na sowas. Ja, wer hätte das gedacht? War ja nicht schon alles im Arsch hier, wo wir gerade überall vorbeigekommen sind. Ah, danke. Aber wenn er schon die Waffe zückt, gefällt mir das schon mal nicht. Oh. Oh. Oh, Moment. Hier ist doch sicher was versteckt. Aha! Ach scheiße, wir sind wieder hier. Dammit, ich dachte, ich habe einen geheimen Raum und Dinger gefunden. Aber, naja, okay. Ein paar Teile nochmal. Ist ja jetzt auch nicht schlecht. Gut, aber ich würde sagen... Alter, wenn wir hier durchgehen... Da hinten ist Wasser. Da sind doch schon Safety-Boots-Typen. Und wie wir die stellen und unser Boot klauen... Was auch mal was Neues ist sogar. Also was wirklich ganz Neues, weil wir sind bis jetzt in The Last of Us 1 und 2 nichts mit dem Boot unterwegs gewesen. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, rein gar nichts. Nicht mal in Cutscenes, glaube ich. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir das beim nächsten Mal. Bei Let's Play The Last of Us Part 2. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.